Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session in Batman Arkham VR. Ich spiele gerade die Arkham-Spiele und bin mal gespannt, wie sich das hier so spielen wird. Es soll wohl relativ kurz sein, mal gucken. Ich bin gerade bei Arkham Origins, Arkham City habe ich durch. Das spielt, glaube ich, irgendwo dazwischen. Und ja, so ein bisschen die Skyline von Arkham City kennt man, oder kenne ich jetzt zumindest. Genau, Bank of Gotham, da bin ich gerade in Arkham Origins, wo da, glaube ich, der Joker irgendwie die Bank überfällt. Aber ja, mal gucken, was das hier für ein Experience ist. Und genau, ein bisschen habe ich schon mal angefangen. Ich weiß nicht, ob ich schon fast durch bin oder nicht, aber ich glaube, lange dauert es tatsächlich nicht. Aber es wirkt auf jeden Fall ganz cool. Die Grafik ist ganz cool. It's okay. Cars around the front. Come on, Brucey, look at me. It's Hallo, Mami. Between you and me, I think your father was scared too. Hey, why don't we stop for ice cream on the way home? You can order anything you want. Ja, Eiscreme, Eiscreme. Cash, jewelry, hand it over. Stay behind me, Bruce. Hand it over! Easy, friend. Easy. We look like your friend. Pearls too. Faster! Sir Thomas! Back off! Please. We're trying to cooperate. Thomas! Ja. Die Geschichte kennen wir natürlich alle. Mami und Papi sind tot. Also werden wir zum dunklen Rächer. Aber es ist irgendwie immer jemand anders, der die erschießt. Ne? Guck mal, er ist sogar verheiratet. Ein wenig. Cape Town. Selina Kyle, guck mal. One's own bed would make for more comfortable sleeping arrangements than a piano. Grand or otherwise. Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but, well, we have a situation. I'll explain downstairs. Ah, you were looking for this, I imagine. Also die Details, die Charaktere sind echt gut gemacht. Ugh. Das sind blutige Batman-Hände. Ja, Cape Town, hier SK, Selina Kyle, Catwoman. You have new messages received yesterday at 8:37 p.m. Bruce, it's Vicky. I missed you at the gala last night. Look, I know we're technically not a thing, but standing me up last minute is not cool. For a philanthropist, you're kind of a jerk sometimes. Mhm. Next new message received yesterday at 9:23 p.m. Mr. Wayne, it's Alex Drescher calling from the mayor's office. I just wanted to thank you for your substantial donation to the Arkham City Redevelopment Fund. Gotham is lucky to have you, sir. Okay, das waren alle Nachrichten. Gut, man kann sich hier ja von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt durchteleportieren. Ne, hier haben wir sehr wahrscheinlich eine Übersicht von Gotham City. Hallo? Sir, if you'd please venture downstairs, there's a matter I must bring to your attention. And now might be a good time to check the piano's in tune. Ja, das machen wir später, denn ich weiß natürlich schon, dass ich hier das Piano aufschließen muss und um in die Batcave zu kommen. Jetzt habe ich natürlich die Karte da hinten gelassen. Buenos Aires ist auch hier. Bruce Wayne. Alles von der Katze. Hier schön mit. Kann man bestimmt alles hier schön hinstellen. Ganz wichtige Dinge.
Warte mal, guck mal, kriegt man da Achievements irgendwie für, wenn ich das hier hinstelle, richtig? Zack. Weil, alleine weil das schon so kurz ist, möchte ich natürlich mir ein bisschen Zeit lassen. Guck mal, LexCorp, das ist von Superman. Wo haben wir denn Platz für LexCorp? Nirgendwo wirklich, ne? Doch, da. LexCorp ist neben dem Wayne Tower. Okay, dann haben wir hier den Leuchtturm und hier haben wir... Das habe ich doch gerade gesehen. Das könnte hierhin passen. So, nun geht hier etwas auf. LexCorp und Wayne Enterprises. LexCorp und Shadow Companies Development und Analysis. Gut, sehr spannend. Haben wir das auch erledigt? Wunderbar. Die Kiste von Martha Wayne. Oh. Eine Ballerina von Mummy. Am Ende, wenn man mal überlegt, Batman ist total das Mutterkind. Der hat irgendwie den Tod seiner Eltern nicht gut verkraftet. Queen's Diamonds missing. Beijing Diamonds stolen. Also irgendwer klaut hier Diamanten. Das ist garantiert alles Black Cat. Nicht Black Cat, Catwoman. Black Cat ist Spider-Man und Marvel. So, wie komme ich denn da zum Klavier? Beijing ist auch... Lalala, gut, dann... Och, Mami, Papi. Was haben wir da liegen? Lili Bolero, Adante. Können wir bestimmt alles spielen. Und falls ihr euch wundert, dass man hier die Guardian-Sachen sieht, ich spiele hier mit dem Oculus Mirror an, weil, ja, ist ja gut, weil hier das normale Fenster irgendwie nur so klein ist. Ist halt recht früh. Master Bruce, is everything all right? Is there a problem with the piano? No. So, was machen wir denn jetzt hier für Töne? Ich fange mal an mit C. Das ist kein C. Aber das war scheinbar der Geheimcode, um hinunter in die Batcave zu kommen. Huch, da verliere ich doch kurz das Gleichgewicht, weil sich alles um einen herum bewegt. Ich habe es gerade gelesen, Entkleidungssequenz. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles jetzt so ein bisschen von Iron Man auch abgeguckt ist, dass der Batsuit mehrere Versionen hat. Und auch hier so schön mit Hologramm angelegt wird. Jetzt habe ich hier den Gürtel an, toll. Aber trotzdem witzig, wie viel tatsächlich die Marvel-Filme mittlerweile inspiriert haben. Also gerade Iron Man als moderner Comic-Film hat so viel gemacht. Und jetzt haben wir hier die dicken Handschuhe an. Ist schon geil. Ja, auch hier die Texturqualität ist schon mega gut. Und die Maske hier auch schön. Sehr plastisch. Keinerlei Elektronik drin. Hauptsache, man kann böse gucken damit. Da! Hallo! Das ist auch sehr geil mit IK-Armen, die man hier leider nicht sieht, aber... Der kriegt es doch einigermaßen hin. Wenn ich jetzt so mache, klar, aber wenn ich hier einfach die Ellbogen mache, das ist sehr nah dran. Komm, machen wir mal weiter hier. Grapnel Gun, ready for deployment. Newest upgrades include high tensile wire to aid the navigation of environments and retrieval of distant objects. Please fire Grapnel Gun at target. Grapnel Gun targeting calibrated. Forensic Scanner, ready for deployment. Und auch was die Arkham-Spiele an, sag ich mal, Superhelden-Prügler einfach an Konventionen eingeführt haben.
Also das, was man jetzt in Spider-Man zum Beispiel spielt, ist mit Arkham Asylum quasi neu erfunden worden wieder. Oder neu in... wie auch immer. Also das Kampfsystem und alles und die Art und Weise, wie die Spiele laufen. Und mit Arkham City ist es ja noch mal ein bisschen größer geworden. Und das ist das Geilste hier. Einfach mit Batarangs um sich schmeißen. Ne, die hängen dann hier unten. Dann kann ich... Batarang targeting calibration. Fühlt sich schon geil an. Auch schön hier alles mit Akustikschaum ausgedingst, damit ja niemand merkt, dass hier was ist. Ja, dann geht's mal runter in die Batcave. Also weiter runter. Ja, es ist schon... ja, auch sehr, sehr schön thematisch auch an den Arkham-Spielen dran, wenn man dann da hängt. Ja, man benutzt dieses Ding ja ständig. Gut, den Forensik-Scanner kann man halt als Taschenlampe benutzen. Aber ja, das ist die Batcave. Da ist der Batcomputer. Da ist, glaube ich, die Garage, Wasserfälle überall. Da ist der T-Rex, den man aus den Comics kennt. Da ist auch diese fette Münze, die man aus den Comics immer kennt. Da sind die Gotham City, wie heißt's? Nicht Ruinen, sondern Aquädukte? Ne, keine Ahnung. Aber es ist ganz cool. Natürlich alles in diesem Konzept von VR. Man kann halt alles mögliche angrabbeln. Und ist alles ein bisschen verspielt. Aber, oh, hallo Alfred. Die Animationen sind aber echt gut. Sir, you're here. Please let me know when I can brief you on the situation. I'm afraid I have rather concerning news. Robin failed to report in last night, and now I'm unable to reach Nightwing as well. It could be coincidence, sir, but it's unlike them not to respond. Hopefully the Batcomputer can help you pinpoint their location. So, und vor allem, ich weiß nicht, ob man das sieht, ihr müsst mal darauf achten. Das Spiel hat eine interessante Idee, wie man die Performance hier hochhält. Es ist hier vorwertet Rendering ist hier drin, also das in der Mitte ist scharf. Und an den Rändern ist es unscharf. Das heißt, wenn ich jetzt hier, achtet mal da auf den Felsen. Ich sehe auf jeden Fall, wie das unscharf wird, wenn ich weggehe. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video sieht. So, du wolltest jetzt was mit mir machen? Wir gucken einfach mal, was hier alles liegt. Must we relive this so often, Master Bruce? Have you got something to tell the nice man, Jason? My name is Jason Todd. Who do you hate? Batman. Excellent. Ist das nicht der zweite Robin gewesen? Nach Nightwing? Did you get that, Bat? Kid's not yours anymore. He's mine. Mine, mine, mine. Aber guckt euch die Animationen an, das ist schon sehr geil. Und Mark Hamill als Joker. Hey, I never asked. What's the big thing? Who is the big bad bat? His name. Tell me. Of course, sir. It's... never could stand a tattletale. That's why I like to work alone. No one to spoil the punchline. You should try it sometime. After all, you've seen what happens when you drag your friends into this crazy little game of ours. Ja, das scheint auch ein Pre-Arkham Asylum Joker zu sein. So, ich soll jetzt zum Batcomputer und muss dafür meinen Greifhaken benutzen. Um zu schauen, wo denn Robin ist. Das sind wir. Was haben wir hier für Kassetten?
Einfach irgendwelche Idle-Animationen. Boop. Okay, ich dachte irgendwie jetzt hier was mit 360 Grad drehen. Ja, aber es ist gut gemacht. So, dann machen wir hier, warte mal. Wir müssen Robin finden. Ja, weil den kann ich jetzt hier durch die Gegend schieben. Sieht aber auch sehr böse aus. So, wo ist denn... Activating Robin's Location Tracker. Searching. Location Tracker not detected. Damn it. Nightwing's Tracker could still be online. So, was hat denn die Biografie zu sagen? Tim Drake, eldest son of Gotham's prominent Drake family. Drake deduced Batman's identity and approached Bruce Wayne. Despite Batman's reluctance to recruit a new sidekick following the death of Jason Todd, Drake's impressive performance in a series of grueling training exercises earned him his place as the third Robin. Okay, also war Jason Todd wirklich der zweite Robin? So, interessant. Ja. Okay. Was haben wir denn über Batman zu sagen? Gotham Batsuit, Version 7.43. Ceramic plates over high tensile synthetic fiber weave. Currently deployed in field operations. Ja, denn Batman ist ja der neueste Tony Stark. Richard Dick Grayson grew up as part of an acrobatic troupe, the Flying Graysons, alongside his parents. Following their murder, he became Bruce Wayne's ward and Batman's first Robin. After many years fighting by Batman's side, Grayson eventually left Gotham for Bloodhaven and assumed a vigilante identity of his own. Mm-hmm. Das ist manchmal auch lustig, wenn die Controller aus dem Sichtfeld verschwinden, dann sagt er, bitte, ich muss die Controller finden. So, wo bist du denn? Nightwing's Location Tracker. Searching. Nightwing Location. Identified. Nightwing is in central Gotham, but why isn't he responding? I should head to his location. He could be in danger. Sir, I've readied the Batwing and the Batmobile for deployment. If Master Grayson's in trouble, every second may count. May. So, Target Range, machen wir das? Komm. Activating Target Range. Einmal gucken. Wir haben ja Zeit. So, beste Punktzahl. Ach, die Zeit läuft schon. Excellent shot, sir. Da habe ich zum Glück nicht hingezielt. Da habe ich nicht hingezielt. Good shot, Sir. Auf zu lügen, Alfred. Excellent shot, Sir. Da habe ich nirgendwo hingezielt, aber egal. Ja, aber macht Spaß auf jeden Fall. Kommt nochmal. Das muss doch zu schaffen sein. Okay.
Ich glaube, ich muss einfach nur richtig da hingucken. Excellent shot. Perfect. Marvelous. Doch, das macht Spaß. Excellent shot, sir. A new personal best, Master Bruce. Congratulations. Ach, auch wenn das in die Arme geht. So, beenden, komm. Muss reichen. 77 sind gut. Ganz gute Werte. Da haben wir die Joker-Karte. Was haben wir hier noch? Blutproben. Hier kann ich das. Kann ich das Bettsignal durch die Gegend schieben? Ich kann hier Blutproben analysieren. Unable to process blood sample. Warum? Weil ich die sehr wahrscheinlich alle hier reinschmeißen muss. Aber so fühlt man sich doch als Batman. So, jetzt müsste man doch eigentlich Christina Bell, sample analysis. Infected with the Joker's contaminated blood. Current status. Wanted for the murder of 11 Queen Industries board members. So, ich wette mit euch, dass sie jetzt alle mit Jokers Blut infiziert sind.